Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, Bücher dokumentieren unsere Geschichte, damit wir aus ihr lernen können. Leider wiederholen sich heute Geschehnisse, von denen wir gehofft hatten, sie gehörten der Vergangenheit an. Das verunsichert. Doch das neue Jahr ist zugleich eine Gelegenheit, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Wir öffnen ein Buch mit leeren Seiten, die wir gestalten können. Das ist ein schöner Gedanke. Wir sind nicht hilflos, nicht machtlos, wir müssen nicht bloß dasitzen und zuschauen. Vieles können wir selbst in die Hand nehmen, wir alle bestimmen mit, welchen Lauf die Geschichte nimmt. Auf dieser Idee beruht unsere Demokratie, aber wir sind gefordert, diese Idee zu pflegen, indem wir Verantwortung übernehmen, uns engagieren. Wir gestalten unser Land und schreiben unsere Geschichte, indem wir zuhören, einander verstehen, uns einbringen. Wenn wir die Verantwortung gemeinsam tragen, wird sie leichter. Und wenn wir einander mit Respekt begegnen, wird unser Leben nicht nur einfacher, sondern auch reicher. In einer guten Geschichte gibt es auch Wendungen. Stoßen die Heldinnen und Helden auf Turbulenzen, treffen sie mutige Entscheidungen. Unsere Geschichte hat in den vergangenen Jahren viele Wendungen genommen. In schwierigen Zeiten haben wir bewiesen, dass wir gemeinsam viel meistern können. Das ist unsere große Schweizer Stärke. Wie geht unsere Geschichte weiter? Vielleicht ist im nächsten Jahr nicht alles perfekt und wir werden wieder schwierige Situationen antreffen. Wir werden aber gemeinsam etwas bewegen können, wenn wir wollen. Wenn wir am Ende des Jahres das Buch schließen, wünsche ich mir, dass wir es mit einem guten Gefühl weglegen können. Ich wünsche Ihnen allen ein schönes neues Jahr.